bin mal in Australien im Outback gewesen, zur Nacht und habe den Sternenhimmel gesehen. Vergesse das nie mehr. Im Zunder, wie das für euch ist als Physikerin, wenn ihr das gesehen. Das ist für mich wie für euch, oder? Das ist einfach überwältigend, wenn man mal richtig den Sternenhimmel sieht. Ich habe in Afrika gesehen, in der Wüste. Ja. Da sieht man ja leider fast nicht mehr, oder? Aber das ist überwältigend. Das ist einfach schön. Und zeigt einem so ein bisschen die Unendlichkeit, oder? Ich hätte auch eine Frage, die mich eigentlich interessiert. Als Diakonin, die seit mehr als 50 Jahren macht das, hat man nie das Gefühl, man will ein bisschen ausbrechen, oder? Aus diesen Regeln, aus dem Ganzen, aus dem Gewand. Doch, doch. Das gibt es. Wow, das gibt es vor allem als Jung. Denkt man, das wäre noch schön, das könnte man noch. Aber dann kommt hier so viel auf einem zu. Aufgaben, beruflich, wissenschaftlich. Und man wächst einfach da drin hinein und merkt, das ist gut. Wie ist das, wenn man so beruflich international tätig ist und bekannt ist? Ich nehme an, da hat man überall Freunde und Bekannte. Ja, also Bekannte hat man Haufen, oder? Man kennt extrem viele Leute mit der Zeit. Aber man hat auch Freunde, weil gerade so eine lange Mission wie Rosetta, oder, das kittet. Ja, genau, man geht miteinander durch Tiefen und Höchst und so. Mhm. Und ja, also ich habe viele internationale Freunde. Und da fragt dann niemand woher jemand kommt oder woher geht. Oder. Ja, jetzt wollen wir schauen, was wir hier für ein Thema haben. Himmelwärts. Das ist aber schön. Das ist schön. Himmelwärts, ja. Das ist schön, ja. Ja. Es fragt sich einfach, wo ist der Himmel, oder? Und was ist der Himmel für euch? Primär mal das, ja. Aber er hat ja eine zweite Bedeutung, oder? Also für mich auch, oder? Es gibt definitiv... Der Himmel ist Universum, ist die Sterne, die Planeten, ist die Galaxien, die wir haben. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch etwas, das über diese Dimension ist. Für euch auch? Ja, ich glaube schon. Ich sage immer, oder, mit Naturwissenschaften könnt ihr zeigen, wie etwas entsteht, wie es vergeht, wie es ist, wie Sterne entstehen, wie Sterne vergehen. Wie Planeten entstehen, wie Leben entsteht. Aber es warum könnte. Nein. Und das, warum geht das nicht, ist, oder? Und das ist ja ein tiefmenschliche Frage. Das ist etwas, ja. Und das, ich denke, wie, das ist sehr interessant, wie die Wissenschaft das kann. Wie zum Beispiel die Vögel aus den Dinosauriern sich entwickeln. Genau, ja, bis sie gelernt haben, fliegen. Aber warum? Warum? Und warum gerade so? Das kann die Wissenschaft auch nicht bis ins Letzte. Nein, warum können wir nicht? Das ist die andere Kategorie. Ja. Die andere Kategorie von Himmel, oder? Mhm. Also ich bin mal gefragt worden, eben, wo der Himmel ist. Ja. Also eben der andere Himmel, oder? Ja. Ich sage, hier im Kopf, das ist natürlich etwas, oder? In einem Innen, oder? Aber meine, der Himmel, wie man, also der physische Himmel, sagen wir mal so, der allein ist natürlich schon wunderbar. Das ist faszinierend, wenn ich denke. Und der Herrgott, der ist nicht oben, oder? Weil das ist, was man sagt, der Herrgott ist einfach überall. Ja, und eben, ich glaube auch, die Wissenschaft kann so vieles erklären, auch nicht alles, aber sehr vieles. Aber gleich denke ich halt oder glaube ich, dass jemand dahinter ist, dass jemand für Gott dahinter ist, wo das Universum und alles hat wollen und hat geschaffen. Eben, was warum erklärt, oder? Man kann erklären, mit dem Urknall hat es angefangen und so. Aber wer war dahinter? Wieso, oder? Wieso hat es angefangen? Wieso hat es einen Urknall gegeben? Und ich stelle immer wieder fest, ich gebe ja viele Vorträge, dass das
tief menschliche Frage ist. Oder? Das Warum. Ja, ja. So. Und immer, immer sagt, nein, das können wir nicht erklären. Ja, ja. Wir können auch den Herrgott nicht beweisen und wir können nicht widerlegen. Ja, genau, ja, man kann noch nicht widerlegen. Ja, ja. Beides nicht, ja, genau so. In dem Sinn braucht es eben die andere Dimension. Also wir Physiker reden von Dimensionen. Ja. Ja. Die drei Dimensionen, oben, unten, links, rechts und so, das ist eins, oder? Aber es gibt eben Dimensionen. Die wo Himmel wert sind. Ja. Himmel ja, und in dem Sinn meine ich eben, dass Wissenschaft und Glauben einander nicht in den Weg kommen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Sie wollen zwei Ebenen, die sich nicht schneiden, oder? Ja. Und man geht die gleichen Fragen noch, aber mit anderen Methoden. Mit anderen Methoden, ja. Und ich sage immer, oder, glücklicherweise habe ich Physik studiert, das ist so viel einfacher. Die Frage zu beantworten. Ja, kann man so und so. Genau. Ja. Also wir haben ja viel mit Theologen auch zusammengeschafft an der Uni Bern. Ah, ja. Und wir sind eigentlich auch zu dieser Ansicht gekommen, oder? Das ergänzt sich. Es macht sich nicht weh, es ergänzt sich. Nein. Wir haben darüber diskutiert, also einen Kongress gehabt, über was ist Leben. Ja. Und das von der theologischen, philosophischen Sicht, von der naturwissenschaftlichen. Und wir haben es gut verstanden. Niemand hat eine gute Definition. Ja. Nein, das ist spannend. Es tut einem auch den Himmel aufmachen. Und zwar beide Art von Himmel. Der Himmel, wie man ich denke sieht. Ich denke es. Wenn man sich sehr stark mit der Wissenschaft beschäftigt, dass einem das eigentlich die andere Frage muss kommen. Oder die kommt. Ja. Es gibt schon Naturwissenschaftler, die völlig atheistisch sind. Oder? Und gibt das auch, ablehnen. Aber es gibt eigentlich sehr viele, die religiös sind. Die Frage kommt unweigerlich. Es muss irgendetwas dahinter sein. Genau. Also, das ist eine interessante Frage. Wie das in 175 Jahren ausgesehen mit dem Himmelmeer, sollte man dann nur noch materialistisch sein oder eben wieder ein bisschen zurückkommen? Ich glaube fast nicht, dass der Mensch nur materialistisch kann. Nein. Ich glaube es fast nicht. Man kann es sich nicht vorstellen, aber wenn die heutige Gesellschaft ist materialistischer. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Haufen so esoterische Bestrebungen, oder, wo eigentlich das Bedürfnis... Die Frage ist immer irgendwo. Die ist tief im Menschen drin. Eben schon bei den kleinen Kindern, oder? Ja. Das merke ich, wenn ich aber so kleine habe. Was ist da draussen? Was ist aussen da? Was ist vorne? Die Fragen kommen automatisch.